Neuer Tag, neues Testvideo und damit herzlich willkommen beim Atzenberger. Ich freue mich wie immer, dass ihr auch diesmal dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut. Denn heute habe ich mal wieder etwas von der Firma Haribo mitgebracht, um ganz genau zu sein, Haribo Belgien. Wir haben diesmal die Chamallow Softkiss, jawohl. Wer sich mal an mein Video Nummer 352 erinnert, da hatte ich die Exotik-Sorte von denen, die waren super lecker. Ja, das könnte das Ganze vielleicht nochmal toppen. Hier seht ihr schon, wie sie gleich aussehen werden. Wir haben einen Schaumzucker, der mit zart schmelzender Schokolade überzogen ist. Der Schaumzucker soll nach Vanille schmecken. Das Ganze ist ohne künstliche Farbstoffe. Wir haben eine 200 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 1,49 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Nun gut, dann würde ich sagen, wir öffnen jetzt sofort unsere Packung, denn ich kann nicht länger warten. Ich will die Dinger unbedingt probieren. Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Dann geht's los. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Also wie immer, auf damit und raus damit. So, jetzt schauen wir mal. Da sind sie. Oh ja, die Stücke sind wirklich ziemlich groß. Okay. So sehen sie aus der Nähe aus. Schaut mal. Interessant, oh, es riecht schon mega krass nach Schokolade jetzt bei mir. Also, das sind sie. Interessant auf jeden Fall. Es ist relativ weich. Gut, ich würde sagen, ich reiße jetzt einfach mal hiervon was ab. So, schaut mal. Okay, das ist jetzt die Füllung, die nach Vanille schmecken soll. Gut, dann machen wir jetzt mal den Geschmackstest. Interessant. Also die Schokolade zerschmilzt sofort im Mund. Also zart schmelzende Schokolade kommt schon mal hin. Super lecker. Mega. Wow, das ist wirklich eine absolut leckere Sorte. Na, was soll ich euch sagen? Mega gut. Aber also bin ich wirklich total begeistert. Und schmecken wirklich ganz leicht nach Vanille, dieser Schaumzucker. Also es kommt wirklich alles hin, wie das hier beschrieben ist. Eine super, super, super leckere Sorte. Jetzt weiß ich gar nicht, welche ich besser finden soll. Entweder die Exotik-Sorte oder diese hier. Gut, klar, Exotik-Sorte war natürlich fruchtiger, sage ich jetzt einfach mal. Aber das hier ist wirklich absolut lecker. Vor allem diese Kombination mit der Schokolade und dem Schaumzucker passt meiner Meinung nach wirklich super zusammen. Ich bin ehrlich, ich finde diese Sorte noch besser wie die Exotik-Sorte. Hätte es jetzt bei mir den Vierfach, darum würde ich den vergeben. Also absolut klasse, da bin ich wirklich mega begeistert. Ich denke, ihr hört es auch in meiner Stimme. Eine absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr die nicht kennt, dann müsst ihr die unbedingt mal probieren. Also da geht nichts dran vorbei für Freunde des Schaumzuckers. Absolut genial, bin ich total begeistert und werde mir davon definitiv nochmal eine Packung mitbestellen beim nächsten Mal, weil die sind nämlich richtig top. Wie gesagt, der dreifach Daumen nach oben ist am Start, die beste Wertung, die es hier auf meinem Kanal gibt. Super, super lecker, schade, dass es die hier in Deutschland so in den normalen Geschäften nicht gibt, kann ich nur immer wieder sagen bei solchen Sorten. Absolut geil. Ja, dann schaut mal, dass ihr euch die irgendwo bestellt oder anderweitig besorgt, vielleicht von Kollegen aus dem Urlaub mitbringen lasst oder wie auch immer. Und dann schreibt mir mal was dazu in die Kommentare, was eure Meinung ist zu dieser Sorte, ob sie euch genauso gut schmeckt oder ihr vielleicht eine andere Chamallow-Sorte besser findet. Wie immer gilt natürlich, ich lese alle Kommentare und antworte darauf und freue mich so über jegliches Feedback zu meinen Videos. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Vielleicht ist auch ein Abo drin. Schaut doch auch morgen mal wieder bei mir vorbei, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltestvideos und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder bei mir vorbeischaut. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt der Atzenberger und ciao, macht's gut.